Also bei dem Programm Wälder unter Blau haben wir 4 Titel ausgewählt, elektronische Titel von mir, die wir an diesem Abend rückübersetzen und das in einem Umfang von knappen 30 Minuten. Den Zuschauer erwartet ein Orchester mit Elektronik, ohne Elektronik. Wir unternehmen den Versuch, elektronisch gewonnene Musik zurückzuübersetzen in ein menschliches Instrumentarium. Natürlich immer eine Herausforderung, so ein riesen Apparat von, ich denke, 160, 170 Mann mit Chor zusammen dazu zu bringen, wirklich zu grooven. Also die Stücke, die wir spielen im Moment von Fabian Russ und Tim Jeckel, unterscheiden sich doch recht stark von dem, man könnte sagen, normalen Programm eines Sinfonieorchesters oder eines Sinfonieorchesters und großen Chors. Ganz einfach dadurch, dass es jetzt eben eine Uraufführung ist und wir die Stücke eben vorher alle nicht kannten. Anders als wenn man zum Beispiel eine große Beethoven-Sinfonie spielt, die man schon sehr oft gehört hat. Wie ich entscheide, welche Gruppen im Orchester welchen Part übernehmen, das ist immer so eine Gefühlssache, eine Mischung aus Erfahrungen, die man sich angeeignet hat, aber auch Gefühl, was auch wichtig ist, was könnte wem Spaß machen zu spielen. Also es macht für den Blechbläser zum Beispiel keinen Spaß, eine Stunde lang einen Ton auszuhalten. Also da guckt man schon, dass man den jeweiligen Gruppen Sachen schreibt, die auch gerne machen. Also ich musste im Prinzip vorwiegend überlegen, wie kann man das, was Fabian auf seinem Rechner Wunderbares zusammenzaubert, so aufschreiben, dass es Menschen mit ihren Instrumenten spielen können. Und es hört sich ungefähr so ähnlich an. Das war für mich eigentlich die größte Herausforderung. Das ist die Idee, da herauszufinden, was man machen muss mit einem Sinfonieorchester und einem Chor, um solche Texturen und bestimmte durch Sampling, in meiner Technik durch Sampling gewonnene Stücke, was man machen muss, um sowas spielbar zu machen für Menschen.